Bremen 1, die Chronik. 24. Januar 1939. Heute vor 80 Jahren wurde der Filmregisseur und Kameramann Josef Filzmeier geboren. Lutz Hanker. Im Fingerhakeln und Schuhplatteln ist er nicht so pfundig. Aber grandeln kann er ziemlich gut, sagt er selbst. Eben ein Bayer durch und durch. Sein bislang letzter Kinofilm war eine Liebeserklärung an seine Heimat. Bayern sagenhaft. Eine dokumentarische Reise. Krachledern kommentiert von der Kabarettistin Monika Gruber. Jetzt geht's zum Finale um die große Rindsbratwurst. Und jetzt legt er los. Man nennt ihn den Usain Bolt der Ochsenzähne. Ja, und die Verlierer erhalten einen ganz... In Pfarrkirchen in Niederbayern ist er aufgewachsen, hat das Konservatorium besucht, in einer Jazzband gespielt, kam dann zum Film, zuerst als Kaffeeholer, dann als Kameramann. Seinen Durchbruch als Regisseur feierte er 1988 mit einer Bauersleut-Geschichte aus dem Rottal. Herbstmilch. Der Film nach dem gleichnamigen Buch von Anna Wimschneider. Und dann hat jeder gesagt, ja, was willst denn du mit der alten Bäuerin? Das interessiert doch keine Menschen nicht. Das war mir aber alles wurscht, weil das war aus meinem Leben. Josef Filzmeier hatte immer ein feines Gespür für Erzählungen von einfachen Leuten. Aber er konnte auch großes Kino mit Starbesetzung. Man muss nur lange genug warten. In den 50 Jahren habe ich mal die ersten Schellackplatten gekauft beim Trödler und habe zu Hause dann, habe nicht gewusst, dass das von den Comedian Harmonists ist, das aufgelegt. Und da hörte ich das erste Mal der Onkel Bumba aus Columba oder Veronika der Lenz ist da. Für mich waren die Comedian Harmonists die erste Boygroup dieser Welt. Von den Kritikern wurde Filzmeier für seine Comedian Harmonists wie so oft ordentlich abgewatscht. Zu oberflächlich, zu plakativ, zu sentimental. Aber das Publikum liebte den Film. Die Geschichte des berühmten Berliner Vokalensembles war der Kassenschlager 1998. Sogar US-Präsident Bill Clinton ließ sich eine Kopie ins Weiße Haus schicken. Trotzdem ist Filzmeier, der vierschrötige Gemütsmensch mit den wasserblauen Augen und dem ewigen Fünf-Tage-Bart, bescheiden geblieben. Er qualmt gerne dicke Zigarillos und tut auch was für seine Fitness. Ich bin ein ganz begeisterter Radlfahrer. Und ich habe einmal das große Glück gehabt, dass ich vom Jan Ulrich, den sein Radl bei einer Versteigerung konnte, das ergattern. Dann habe ich das Radl ausprobiert und da hätte ich wahrscheinlich 250 Watt auf die Beine bringen müssen. Das schaffe ich natürlich nicht mehr. Nur über den tragischen Krebstod seiner großen Liebe Dana Wawrowa spricht er nichts. Heute wird der Filzmeier Josef, leidenschaftlicher Filmemacher und Bilderbuch Bayer, 80. As time goes by. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.